In Peru sind in den größeren Städten Marktbeschicker auf das Coronavirus getestet worden. Staatspräsident Martin Vizcarra hatte zwar ab Montag Lockerungen zugelassen, jedoch stellen die Märkte eine große Ansteckungsgefahr dar. Olaga Caño verkauft Fleisch. Sie wollte gerade ihre Arbeit am Stand wieder aufnehmen, als die Tester kamen. Sie haben uns komplett überrascht. Wenn sie den Markt schließen, dann verlieren wir viel Geld. Für die Bürgermeisterin des Stadtbezirks von Lima, San Juan de Miraflores, geht die Gesundheit vor. Cristina Niña sagt, wenn mehr als 30% der Marktleute, die hier verkauften, positiv getestet würden, würde sie den Markt sofort schließen. In Peru ist die Zahl der Coronavirus-Erkrankungen zwar rückläufig, doch werden immer noch etwa 1500 Neuerkrankungen pro Tag registriert. Insgesamt starben mindestens 1900 Menschen durch die Coronavirus-Pandemie in dem südamerikanischen Land. 70.000 Coronavirus-Ansteckungen wurden in Peru bestätigt. Die Regierung will die Landesgrenzen bis zum 24. Mai geschlossen halten.